Das Loch im Boden, welches Loch im Boden? Das führt in den einen Raum, wo ich gesagt habe, die Viecher habe ich alle schon getötet und habe hier aufgeräumt. Das Loch ist einfach durchgeschlagen durch drei Stockwerke. Warum ist hier Blut und warum ist hier keine Leiche? Könnte doch echt die Leiche von der Troller liegen. Meine Idee war ja irgendwie von oben einsteigen, aber kann ich nicht. Nein, es geht nicht. Weil hier keine Luke zu dem Raum ist. Oh, Leo, guck doch mal bitte nach, wie ich hier reinkomme. Wie heißt die Mission? Die Mission heißt Neustart. Aber auch keine Möglichkeit. Keine Möglichkeit. Was macht eigentlich der Wissenschaftsoperator? Macht mir doch meinen Anzug heile, ne? Hallo Penny. Ich schicke Ihnen mit dem Operator ein paar Sachen vorbei. Ich hoffe, Sie helfen Ihnen bei der Arbeit. Wenn möglich, teilen Sie unsere Abteilung bitte Ihre Ergebnisse mit. Danke, Peter Coleman. Ja, schön. Der hat mich schön gedopt, jetzt sind meine Psy-Fähigkeiten wieder voll. Ja, es ist alles so mega mistig gerade. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Kühlmittelraum ist auch gar nicht groß und es gibt genau zwei Leichen hier. Lange suchen müsst ihr dafür nicht. Löscht einfach die Feuer links neben der Tür und ihr findet die Leiche. Ach du recht jetzt. Nice. Gut, ich habe da vorhin auch noch ins Feuer reingeguckt. Oh, ich bin scheiße. Nicht scheiße, mein Gott. Danke, Leo. Warum bin ich nur so scheiße? Mein Gott. Ach Mann, ey. Das ist manchmal so einfach. Gosemoi. Morgen. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Ah, ich bin so scheiße, mein Gott, und ich bin fünfmal dran vorbeigelaufen, mindestens. Boah. Oh. Lege, Alter. Kannst du mich nicht so erschrecken? Ist er wirklich neben dem Scheißding gestorben? Alle Systeme einsatzfähig. Vielen Dank. Mein Fehler. Oh, ey, das ist doch nicht zu fassen. Jetzt kann ich mich wieder 10 Minuten lang drüber aufregen, ne? Oh Gott, ey, Das ist doch nicht zu fassen. Ich weiß auch nicht, warum man auf die Idee kommt, das Feuer da zu löschen. Genau an der Stelle auch noch, ne? Es brennt hier überall lichterloh. Und da ist denkt man Hilfe sich, unterwegs? Das Feuer muss ich ausgerechnet löschen. Wie ist das alles passiert? Ich dachte, ich würde sterben. Naja, früher als ich dachte, dass ich sterbe. Wo ist... Oh Gott, Morgan. Oh, Sie sind immer wieder für eine Überraschung gut. Bitte,
Direkt in den Hals. Suchen Sie die Einstiche. Bitte direkt in den Hals. Warum allein muss ich kann das? Ich das so schlecht. I'm sorry. Oh Gott. Tut mir leid. Ich kann wieder atmen. Und spür meine Beine. Es tut mir wirklich leid, ich habe gerade was anderes. Ich habe immer noch Punkte vor den Augen, aber die sind bald weg. Danke, Morgan. Kein Ding, bleibst trotzdem ja sitzen, ne? Ich weiß nicht, was ich ohne sie gemacht hätte. Ja, dafür habe ich dich jetzt hier getroffen, oder was? 3 Neuromods. Ich könnte mal wieder Neuromods in mich rein injizieren. Weichern und töten. Nein, Leo, wir töten die gute Frau nicht. Ich bin froh, wenn ich hier überhaupt Leute sehe. Ela ist gut. Alter. Oh, bin ich scheiße. Bin ich scheiße. Ich bleib überall hängen. Jo. Ich bin noch einmal. Ja. Kann nicht schaffen, weil man die Taste nicht findet, ne? Oh, wieder geile E-Mails. Hey Lang, Krasikov hat gerade die Kampfops-Liga verlassen. Wir haben also einen Platz frei. Haben Sie immer noch Lust? Dann kommen Sie einfach zur üblichen Zeit in den Reaktorraum. Ich habe genug Bauteile, aus denen Sie sich was basteln können. Und denken Sie daran, kein Wort darüber zu Brooks oder Liu Xin. Die wissen nichts davon, das soll so bleiben. Talia, wie auch schon im offiziellen Bericht kommuniziert, habe ich die Erdungswiderstände ersetzt, um die Stromversorgung zu Yoshis Büro wiederzustellen. Das führte zu einer heftigen elektrischen Explosion und einer strukturellen Beschädigung, wodurch das Büro nun dem Vakuum ausgesetzt ist. Gott sei Dank haben die Schotten den Durchbruch versiegelt. Die fehlerhaften Erdungswiderstände sind sofort zu einer Art formlosen, schwelenden, scheinbar organischen Masse zerschmolzen. Ich gehe davon aus, dass mit allen Teilen im Lager etwas nicht stimmt. Verstehe, ich schicke ein paar Techniker, die das Zeug im Lager ansehen. Ich weiß nicht, was ich ohne diese Information getan hätte, ne? Willst du jetzt endlich mal mitkommen? Muss kurz durchatmen, damit ich wieder stehen kann. Wird schon. Oh ja. Jetzt. Ah! Schreck mich doch mal so. Alter! Was ist der andere? Ach, der war doch gekleistert. Jetzt hör doch mal auf, sich hier zu bewegen. Anstrengend. Wo kamen denn die her, Alter? Warum ist das zugeglüht? Kannst du mir ungefähr vorstellen. Oder 40 Frames. Jo, ne? Also, seid blöd, ne? Da muss man halt mal einen sauren Apfel beißen und sterben. Vielleicht kann ich ja die auch irgendwo noch runter schaffen. So. Ich bin endlich im Reaktor, da wo ich immer hin wollte. Ich habe 50 Frames. Jo, ich glaube, ich starte das Spiel mal neu. Guck mal an, da hat er wieder über 100 Frames. Was ist da los? Grav Lift Stair Access. Das ist, glaube ich, nicht da, wo wir hinwollen, ne? Jetzt ist ja nichts anderes übrig, wir müssen ja eh alles erkunden. Wir haben ja keine Karte, wa?
Ach komm, wir nehmen die Abkürzung. Ah, tot. Wird ein langer Weg nach unten, würde ich sagen. Juhu! Leute! Hätte mir echt noch ein paar Glühkanister machen sollen. Das hätte so ein bisschen was bringen können. Machen wir mal so. Nein, das ist ein großes Nope. Ja, es ist kacke, dass bei dir der Twitch-Stream leckt. Verstehe auch nicht, warum ich keine Anpassungsmöglichkeit mehr habe als Affiliate. Aber würde mich ja nicht wundern, nachdem mir YouTube ja schon meine Partnerschaft kündigt, dass Twitch sagt hier, ach, du hast ja nur 4 durchschnittliche Zuschauer. Da möchten wir dich auch als Affiliate nicht mehr haben. Tut uns leid. Mach's gut. Auf Wiedersehen. So. Bringt mir das was, wenn ich hier... Ach komm. Niklas Stillwater. Ein Ableiter, warum? Brauchen wir den? Stimmt, brauchen wir den irgendwann. Es ist irgendwie ruhig. Zu ruhig. Ja, aha. Komm ich da runter? Ja, super. Eine Scheibe dazwischen. Hätte mir auch mal einer vorher sagen können. Achso, das ist generell bei unter 10 Viewern. Alles klar, dann werde ich mich natürlich nicht beschweren. Also ich meine, ich beschwere mich trotzdem, aber es ist halt... Schade. Ja, wenn Wild West endlich mal wieder ein neues Update rausbringen würde, könnte ich die 10 Viewer auch mal wieder sprengen, glaube ich. Aber so... Wenn man halt ältere Games spielt und ein kleiner Streamer ist, dann ist das halt nicht so mit Zuschauern da nicht so... Man fällt halt nicht auf, ne? Sagen wir mal so, man fällt einfach nicht auf. Wir nehmen mal die Abkürzung. Kein Problem. So. Ich wollte gerade sagen, warum setzt man sich freiwillig dahin, wo es megamäßig strahlt, aber die Viecher strahlen ja selber den Dreck da aus. So, ich könnte jetzt hier einfach... Ja, komm. Wenn wir was haben, dann sind es Ersatzteile noch und nöcher. Ich wollte gerade sagen, die Viecher strahlen ja selber Dreck ab. Verrat. Aus Versehen meine Waffe weggepackt. So. Die Tür ist natürlich... Natürlich ist die verriegelt. Bin gar nicht... Bin gar nicht bis runtergekommen. Das erklärt natürlich einiges. So, erst mal den ganzen Schrott rein und dann habe ich ja auch gar nichts mehr, ne? Viel war es nicht, was ich bisher gesammelt habe. Mach mir aber nochmal... Ja, ich mache mir nochmal einen Glühkanister für den Fall, dass ich irgendwann mal klettern muss. Glühkanister und ab dafür. Das sollte erstmal wieder eine Weile reichen. Ich dachte, die Tür wäre nicht das Problem gewesen. Aber die Tür war das Problem. So, jetzt gilt es erstmal wieder da reinzukommen.
Mal, da war da irgendwas rot gerade. So, weil hier irgendwas Explosivartiges wieder war, ne? Natürlich habe ich den Reaktorsicherheitskäfig nicht. In den Storage Room. Warte mal, ich habe da vorhin irgendeine Notiz aufgehoben. Vielleicht gewesen. Nützliche Vorräte? War das? Aber nee, kommen wir da so irgendwie rein? Warum nicht? Blöd. Mega Mist. Gut, was ist da schon großartig Interessantes drin, außer Waffen und so? Also brauchen wir ja nicht, ne? Die hauptsächliche Frage ist, wie kommen wir da rein? Wir müssen ja hier rein. Oh, bitte sag mir nicht, ich brauche dafür Alex Schlüssel, aber gut, das geht ja gar nicht. Ach. Ich habe ja eine Karte. Keine Ahnung von wo. Warum habe ich mir gerade Glukanister hergestellt, wenn hier 15.000 drin liegen? Weil ich unglaublich clever bin. Warum schwebt hier eine Tasse? Man weiß es nicht. Gut, dann drücken wir mir aufs Knöpfchen, wa? Können wir hier mal neu starten. So. No smoking. Ja, Leitfaden, tralala, wir drücken hier einfach drauf. Dann ziehen wir an den Schalter. Wow. Bitte in richtige Reihenfolge aktivieren, okay. Gut, dann müssen wir doch mal hier reingucken. 10, 16, 76. Haben die irgendwie eine Nummerierung? Immer. Magnetosphäre. Substationsenergienetz. Photovoltaik kriegen. Also die wollen auch, dass ich mich immer verlabern, ne? Also erstmal M, dann. Achso. Echt jetzt? Und dann? Gravitation? Lebenserhaltung, Hauptreaktor. Macht das Sinn? Eingeleitet. Substationsstromnetz offline. Photovoltaikringe offline. Lebenserhaltung offline. Es ist alles offline. Ich hoffe, es sind alle gestorben, die in der Lebenserhaltung darum gegammelt haben. Reaktorinitialisierung unterbrochen. Notstromversorgung wird eingeleitet. Repariere den beschädigten Scheiß oder tausche ihn aus. Jo, das ist bestimmt der tote Idiot da, ne? Speicher mal. Die Tür jetzt aufgegangen? Nee, ne? Immer noch zu. Ich muss da rein? Aber wieso? Kommen wir schon da rein? Laufen. Laufen ist immer super. Warum hat mir das gerade nicht gefallen? Hä, warum habe ich das für nicht aufgehoben? Achso. Vielleicht ist gerade von irgendwo rausgepurzelt oder was? Hey, gibt es ja auch ein Shelterchen?
Warum hast du die da oben nicht erwischt? Oh, ist das wieder nervig, ey. Habe ich irgendwas, was Bums macht? Habe ich. Warte mal.